rapidly deepening public alarm over the killer disease AIDS. The gay community do feel a little persecuted at times, and I understand that. The Trust also complained of the way the media have handled the AIDS problem. One headline from The Sun, which I simply must share with you. AIDS man bites two cops. Two police are in fear of their lives last night after being bitten by a drunk with AIDS, though inside they say, the authorities say, that there's no danger, or the very, very little danger of anybody contacting AIDS by that particular course. And we actually did find a 16-year-old in Glasgow who thought it was his girlfriend's job to wear the condom. Now number one in every country except Britain, so come on, Britain. This is Rock Me Amadeus, Falco. Der großen Stadt, es war in Wien, war wie einer, wo er alles tat. Er hatte Schulden, denn er trank, doch ihn liebten alle Frauen. Und jede rief, er kam, Rock Me Amadeus. Er war Superstar, er war populär, er war so exaltiert, because er hatte Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rockidol. Und alles rief, er kam, Rock Me Amadeus. Und es war irgendwie nur Plastic Money in den Mund, Banken gegen ihn. Woher die Schulden kamen, war wohl jedermann bekannt. Er war ein Mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk. Er war ein Superstar, er war so populär, er war zu exaltiert, genau das war sein Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rockidol. Und alle suchten noch auf der Captain Rock, mir Amadeus.